Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer Odo. Und wir sind hier wieder bei unserem Let's Play Eurypognosalis 4 in unserem Kampf gegen Venedig und den Papst und zurzeit auch noch Savoyen. Aber Savoyen holen wir hoffentlich relativ bald aus dem Krieg raus. Oh, die Knights haben nur noch eine Low Enthusiasm. Wieso das? Haben die Sachen verloren, frage ich mich gerade. Oh! Haben wir... Wir haben offensichtlich Malta besetzt. Ist tatsächlich besetzt? Nein. Ist nur belagert. Finde ich cool. Finde ich gut. Ich würde mal fast sagen... Verlangen wir von denen mal ein bisschen Geld und dann steigen sie vielleicht aus dem Krieg aus. Ja. Okay, wir wollen nur einen weißen Frieden. Oh. Ja, wieso nicht? Raus mit ihnen. Von denen Geld zu verlangen, ist aber irrelevant. Nichts für ungut, aber da gibt es noch venezianische Gebiete. Erobert die. Kastilien, kümmere dich darum. Das kannst vergessen. Schaffst du das, Kastilien, dass du das und das da eroberst? Wenn ich dir beide gebe, ist es dann zu viel oder schaffst du das, Freund und Zwetschgenröster? Immerhin hast du da 8000 Mann hergebracht. Die 8000 Mann reichen locker, um hier und hier zu belagern, weil da gibt es keine Dings, da gibt es keine Forts oder so. Alböa, wie ist das da? Achso, warte mal. Alböa ist ja noch was anderes. Naxos und Alböa. Ja. So, naja gut, als nächstes. Als nächstes fliegt Savoyen raus. Ah, von Savoyen wollen wir schon. Von Savoyen wollen wir schon Geld. You have discovered that Pomerania. It's got a military. Ja, ja. Irgendwie würde ich ganz gerne. Oh, sehr gut. Sie haben es ja doch noch geschafft, Truppen aufzustellen. Den holen wir zurück. Ah, sehr schön, sehr schön. Wen machen wir noch? Anhalt. Ja, in der Pause habe ich Anhalt als siebten Elektor genommen, weil Köln natürlich wieder auseinandergenommen wurde. Köln gibt es nicht mehr. Aber ich habe mir gedacht, Anhalt ist ein guter Elektor, weil er so klein ist. Und dann bin ich drauf gekommen, dass er nicht mich wählen würde. Die Kröte, die Elende. Nein, Provence darf nicht bei mir durch. Ja, Disease Outbreak. Könnten wir bitte dieses Ding, könnten wir bitte endlich Savoyen erobern? Das wäre schön. Das wäre auch schön, wenn wir das erobern würden. Hey, wir haben Rom erobert. Finde ich gut.
der hin. Es wäre schön, wenn wir noch Savoyen, zumindest Savoyen, erobern. Komm schon, erober die Capital. Ach, weh. Das ist. So wird das nix. Wohin gehst du? Nach Albenga. Warte mal, das ist ja auch Kastilien. Das machen wir auch noch. Objectives. Wo rennst du hin? Nach Nizza. Schon wieder ein Disease Outbreak? Echt jetzt? Ha, Savoyen. Ausgezeichnet. So. Gut, kannst du Kurs zurückgeben? Wir verlangen, dass du Wallis an die Schweiz zurückgibst. Das ist natürlich süß. Ah, Montferrat könnten wir freigeben. Naja, andererseits, vielleicht will ich einfach nur dein Geld. War Reparations will ich auch. Und dann schauen wir mal. Genua. Ja, was hast du für mit Genua? Military Access? Nein. Military Access. Alliance mit Mantua. Military Access, Alliance mit dem Papal State. And Rivalry. Das will er nicht machen. Na gut, Release Nations interessiert mich eigentlich alles nicht. Warte mal, können wir Give Up Claims machen noch? Nö, na gut. 250 Goldstücke sind 250 Goldstücke. Fein. Ah, wir haben natürlich nicht alles und Geld gekriegt, schade. So, jetzt fehlt uns der Papst. So, was wollen wir vom Papst? Hey, und wieder ein zweiter Kardinal. Und wir könnten Polen in den Krieg rufen, das ist uns aber wurscht. Wir wollen, dass der Papst unser Vasall wird. Das macht er nicht, warum nicht? Ein minus 5. Eddie in War minus 10, Military Strength minus 16, das heißt, wir müssen sein Heer auslöschen am besten. So, wo steht denn das? Da, Richtung Treviso. Na gut, dann nehmen wir mal daher. Die gehen eh schon zusammen. Ah, sehr gut, Venedig haben wir auch schon entsorgt. Wenn wir jetzt mit Venedig einen Frieden schließen würden.
Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Würde dann we negotiate on behalf of our entire alliance and they are for their entire alliance. Das ist nicht gut. Gut. Nein, ich kann nicht mit Venedig verhandeln, weil wenn ich mit denen einen Frieden schließe, schließe ich auch mit dem Papst einen Frieden und das will ich auf keinen Fall. Das heißt, wir müssen zuerst mit dem Papst einen Frieden schließen, dafür müssen wir aber seine Truppen entsorgen. Wie schaut das da unten aus? Das ist alles irgendwie traurig. Wozu habe ich eigentlich meine Verbündeten mit Schiffen? Wenn die dann erst nicht dorthin gehen, wo sie hingehen sollen. Idioten. Naja, wurscht. Von Dings brauche ich nicht so viel. Achso, warte mal, ich kann ja eine Forschung machen. Sollen wir? Ja, sollen wir. So, das heißt, wir könnten. Was ist das? Courthouse. Ah. Okay, wir können eine neue Dings nehmen. Ich bin versucht, jetzt eine administrative zu nehmen, weil wir militärisch sowieso so hinten nach sind. Obwohl Aristocratic hat natürlich den Vorteil, dass wir da schneller sind. Innovative hat den Vorteil, dass wir generell Technologiekosten weniger haben. Plus ein Patron of the Arts, plus minus ein, na okay. Pragmatism, das ist nur wurscht. Das wäre schon irgendwie nett. Da sind alle Institutionen nachher billiger und alle Technologien billiger. Puh, das ist schon nicht schlecht, wenn du das ziemlich am Anfang hast. Possible Advisors plus 1, Resilient State. Ah, okay. Ja, Monthly War Exhaustion minus 0,05 ist nicht schlecht. Formalized Officer Corps. Leaders Without Upkeep plus 1 ist auch nicht schlecht. So, wir können außerdem, wenn wir das da machen, wenn wir das haben, mit Diplomatisch Advisor Costs minus 10%, Diplomatic Reputation plus 1 ist schon mal nicht schlecht. Was, wenn wir Aristocratic nehmen? Nach einem Diplomat und Leaders Without Upkeep plus 1. Aristocratic hätte günstigere Kavallerie, minus 10% Militärtechnologie ist schon mal nicht schlecht. Absolutismus steigt und Autonomie sinkt. Mehr Manpower ist uns eigentlich relativ wurscht mit Österreich. Noch ein Diplomat. Available Mercenaries ist eigentlich. Innovativ scheint mir relativ nett. Religiös, wenn man jetzt noch nicht braucht, vielleicht später dann, wenn wir gegen diese verdammten Reformisten, Protestanten vorgehen müssen. Humanist ist aber auch nicht schlecht, glaube ich. Administrativ, Mercenaries, Core Creation Cost, Benefits von Mercenaries, naja. Ist auch wurscht. Das ist nur Mercenaries. Und Administrative Technology Cost ist zwar niedriger, aber innovativ ist da um einiges besser. Expansion ist das, glaube ich, für jemanden, der kolonialisieren will. Das wollen wir nicht. Economic, mehr Geld, weniger Kosten für Gebäude. Yearly Inflation Reduction ist eigentlich auch nicht schlecht.
Tja, ist das mal wurscht. Autonomy Change sinkt auch. Ja, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Innovativ oder Economic? Ah, für innovativ spricht vor allem diese Scientific Revolution. Ich glaube, wir nehmen innovativ. So, 18.000 Mann. Wen hast du da als Anführer? Den Quad. Oh, wir haben keinen Anführer mehr. Wir haben nur einen Anführer. Wo ist der zweite hin? Ah, wie. Könnt ihr uns einen General geben für 20 Influence? Dann sind wir auf 95. Bist du irre? Sind wir aber sehr hoch oben. Ja, wurscht. Ich will keinen General kaufen. Oh Gott, was für ein Schwammerl haben wir von denen gekriegt. Na gut, soll sein. So, wo rennt der hin? Nach Welschbären? Oh. Ach, ich bin so ein Idiot. Ah. Ich kann nicht lesen. Da, Quad, geht damit. Und du kriegst den Typen. Schaffen wir das noch? Yay! Stackwipe. Ausgezeichnet. So. Aber jetzt, Freunde. Was haltet ihr von diesem Friedensvorschlag? Gebt ihr mir noch Geld? Finde ich gut. Ah, vielleicht hätte ich auf die Aggressive Expansion schauen sollen. Autsch. Oh, 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 oh. Peace offer from Venice. Sieht, warte mal, nein, das will ich selber machen. So, zunächst einmal, wir hätten gern Friaul und Istrien, auf jeden Fall. Dann Return Core, auf jeden Fall auch. Au! Das sind aber viele Leute, die sich da anschließen würden. Aber sind da irgendwelche wirklich starken und unangenehmen dabei? Genua ist unangenehm, Venedig wäre mal wurscht, Savoyen ist wurscht, weil die haben sowieso einen Frieden, Bosnien genauso. Der Papst ist ein Vasall. Ah, ich hätte abspeichern sollen vorhin. Na gut, okay, gib mir noch all dein Geld. War Reparations.
Bündnis mit den Knights. Ach, was soll's. Wir probieren das mal so. Fein. Ausgezeichnet. So, und jetzt werden sich wahrscheinlich 300.000 300.000 was? Sag mal, spinnst du, Mailand? Kann sie wohl nicht ernsthaft sein. So, wir können jetzt Reign in Northern Italy machen. Wir haben alles erfüllt. All provinces in Italy under our direct or indirect control will be added to the Empire. No state will leave the Empire through the Shadow Kingdom event. Natürlich. Machen wir. Deswegen haben wir ja diese ganzen Mühen auf uns genommen. Ich überlege jetzt tatsächlich Looming Disaster. Warum das? Was muss ich dagegen tun? Was? Wir brauchen eine Legitimacy auf 75? Wie soll ich das machen? National Unrest plus 10%? Was? Wie habe ich das verdient? Was habe ich getan? Nein! Ich habe alles zerstört! Naja. Ich überlege tatsächlich, den Papst wieder freizugeben. Einfach nur, um... Uff. Minus 200, das ist viel. Wir kriegen plus 1,66 im Jahr. Aber das ist natürlich relativ wenig. Okay, na dann gehen wir das aber noch aus, weil wir verlieren sowieso, weil wir exkommuniziert sind. Dann haben wir wenigstens eine größere Chance, dass wir der nächste Papstkontroller werden. Kontrolleur werden. Wenn wir das haben, dann können wir uns wieder entexkommunizieren. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Outraged Countries uns versuchen gut zu stellen. Ja, ja. Ukraine. In Brünn und in Radetschko haben wir Böslinge. Den Wolfgang von Quad mit.
gehst mit dem. Also sind die 14.000 Mann aus Prag. So, ah, warte mal, 265 Geld. Das ist gut. Geld, 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 Geld. Wir zahlen endlich dieses Ding zurück. Hurra. Wir haben es geschafft, wir sind schuldenfrei. Endlich. So. Ah, okay, wenn wir die Over-Extension unter 10% kriegen, dann reicht das auch. Ah, die hassen mich auch alle mittlerweile. Haben wir gut gemacht, also gewählt werden wir derzeit nicht. Trier sollten wir mal versuchen. Gut, das kann man wohl vergessen für die nächste Zeit. No servus. Ach so, ja klar, weil wir exkommuniziert sind, deshalb. Verdammt. Das heißt, wir müssen vor allem mit Mailand uns gutstellen. Dass die das wieder aufheben, diese Kröten. Wieso haben wir das gemacht? Könntest du dich bitte selber um deine Dings kümmern? Ragusa, Mantua. Pff, warte mal, wie ist das? Coalition. Ich glaube, die Welt mag mich nicht. Minus 72, minus 71, minus 50, minus 81, minus 81. Minus 40, na gut, Frankreich ist nicht dabei. Gut, wollen wir Ungarn möglichst schnell angreifen, bevor sie sich in die Koalition begeben? Mailand hat minus 81, puh. Bist du irre? Wieso hat Trier jetzt das Bündnis gebrochen? Weiß ich nicht. So, warte mal. Das ist eh relativ gering. Friaul wäre wichtig, wenn wir Korn würden. Das heißt, wir würden uns das noch aufheben für Friaul und nicht in Istrien. Wenn wir Friaul haben, dann sind wir unter 10%. Nö. So, da werden wir auch ein bisschen leiser treten jetzt im Reich. An dieser Stelle werden wir wahrscheinlich mal sagen, wir brechen ab für heute. Bist du hin nach Landshut? Ja. Genau, wir sagen einfach für heute einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes.
Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt, Österreich vor, noch ein Tor. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Bis dann.